Sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als ich heute Morgen hier zum Plenarsaal gegangen bin, habe ich gedacht, naja, ich würde nicht wirklich gerne in der Haut von Herrn Samaras stecken. Und nachdem ich seine Rede gehört habe, glaube ich, dass ich recht habe damit, dass es nicht leicht ist, die Rolle, die er jetzt hier in Europa für sein Land spielt, diese Rolle auch tatsächlich auszufüllen. Ich glaube, es ist ein großer Fehler, Herr Samaras, dass Sie hierher kommen, so wie Sie auch vor einiger Zeit nach Berlin gegangen sind und sagen, alles prima, die Reformen laufen, das, was ihr von uns in Griechenland verlangt, das ist erfüllt. Weil meine Besuche in Griechenland haben mir in den letzten Jahren was anderes gezeigt. Erfüllt sind die Anforderungen auf dem Papier und zahlenmäßig. Ja, Sie können zeigen, Sie haben so und so viele Stellen abgebaut. Sie können zeigen, Sie haben Jahr für Jahr die öffentlichen Ausgaben gesenkt. Aber was gleichzeitig passiert, und das wird hier nicht deutlich genug von der griechischen Regierung angesprochen, vielleicht ist es auch eine Überforderung, aber was nicht deutlich geworden ist in Ihrer Ansprache, ist, dass das, was Sie eigentlich brauchen, für Griechenland, um in diesem wunderbaren Land mit Leuten, die viel können und viel wollen, tatsächlich Reformen durchzuführen, dass das nicht mehr funktioniert. Weil die Art der Reformen, wie sie in Griechenland aufoktroyiert worden sind und wie sie von der Troika überwacht werden, diese Art von Reformen, die töten doch das, was man braucht, um aus Griechenland den Staat zu machen, den auch viele Bürger wollen. Sie haben heute eine Situation, in der die öffentlichen Institutionen alle nicht mehr funktionieren. Also das, was der Staat eigentlich ausmacht, ja, was den Staat ausmacht gegenüber seinen Bürgern, die Schulen, die Universitäten, die Krankenhäuser, das ist in einem so schlechten Zustand, dass man denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass in einem europäischen Land im Jahre 2014 die Leute gegen Krebserkrankungen nicht mehr die Behandlung bekommen, die sie brauchen. Das ist der Zustand am Ende von mehreren Jahren Reformen. Und ich glaube, Sie müssen hier und Sie müssen das auch gegenüber Frau Merkel und Herrn Gabriel in Berlin deutlich machen. Sie müssen denen sagen, wenn Griechenland ja, ein Land sein soll, in dem Reformen funktionieren, dann darf nicht nur auf Erfüllung dieser Einsparziele insistiert werden, sondern dann muss der zweite Teil des Paktes auch mal erfüllt werden, nämlich gemeinsame Anstrengungen, um das Land Griechenland nicht nur aus der Rezession, sondern aus der Depression zu führen. Und das ist das Einzige, was ich finde. Es ist wirklich gut, dass Sie es gesagt haben. Wir haben es ja gar nicht mehr mit einer Rezession zu tun. Wir haben es mit einer Depression zu tun. Und die Zahlen, die es da über Wachstum gibt, die sind doch lächerlich gemessen an der Arbeitslosigkeit, die Sie in Griechenland haben. Ich glaube, dass wir akut handeln müssen gegen das, was in Griechenland zu Recht als Unrecht empfunden wird, weil die Lasten der Krisenpolitik, die sind völlig ungerecht verteilt in dieser Nation. Und das ist doch auch das, was andere Nationen in Europa befürchten. Ja, dass es nach dieser Krise denjenigen, denen es immer gut geht, besser geht und denjenigen, die unten in der Gesellschaft angekommen sind, dass es denen schlechter geht. Und Griechenland, das hat Herr Kollege Verhofstadt sehr gut gesagt, ist da irgendwie das Land, auf das alle gucken, wenn es um die Orientierung in Europa geht. Wer Reformen will, der muss seine Nation mitnehmen und der darf nicht zugucken, dass die Besten sich darauf vorbereiten, das Land zu verlassen. Dieser Brain Drain, der ihnen droht, der ist doch auch ein Anschlag auf das, was in Griechenland an Reformen nötig ist. Und ein letztes Wort zu dem, wo soll diese Politik gegen die Rezession hinführen? Ich habe heute Morgen in der Zeitung in Deutschland gelesen, dass die Europäische Kommission sich, was ökologische Innovationen unserer Wirtschaft angeht, dass sich davon verabschieden will. Herr Barroso hat Hedegaard und Oettinger und anderen die Federführung für die Klimapolitik offenbar abgenommen. Und was ich wirklich befürchte in Griechenland, ja, dass wesentliche Erkenntnisse zu
grünen Technologien, zu erneuerbaren Energien, zu Energieeffizienz, Dinge, die schnell auch Wachstum und Beschäftigung kreieren könnten, dass die auch über Brüssel jetzt torpediert werden. Ich fände es verrückt, wenn dieses wunderbare Land, ja, seinen Reichtum an Natur, seine Möglichkeiten für diesen herrlichen Tourismus kaputt machen würde, indem sie jetzt ins fossile Zeitalter einsteigen und auf Gas- und Ölbohrungen in ihrem wunderbaren Meer dort setzen. Ich finde es verrückt, dass sie zum Beispiel ihre Bodenschätze an ein kanadisches Unternehmen namens Eldorado verschachern und dass dieser wunderbare Wald von Skouries am Eingang des heiligen Berges Athos, ja, dass der in Kanada für Profite sorgen wird und nicht in Griechenland. Meine Damen und Herren, auch da gibt es ein Steuerungsproblem in Brüssel. Nicht nur die Troika ist ein Problem, auch die Politiker, die rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik vertreten, sind meiner Meinung nach verantwortungslos. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.